Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Extra-Video. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ja, immer wenn extra draufsteht, ist auch ein bisschen extra drin, denn es gab heute, wie wir es nicht gewohnt sind am Freitag, ein Patch in Scum, der, wie ich tatsächlich vermutet habe, Quads mit dazu gebracht hat. Ne, deswegen habe ich so doof in der anderen Richtung mit der Alt-Taste. Das sind alle Quads, die es gibt jetzt im Spiel, also alle vier verschiedenen Varianten, das ist ja typisch, die machen ja immer verschiedene Varianten und wir haben ein gelbes, ein rotes, ein blaues und ein neutrales, nenne ich es einfach mal, dreckiges und ja, es ist herrlich, ne? Also ich freue mich über das Quad auf jeden Fall. Was gab es noch Neues im Patch? Das will ich heute mit euch besuchen, das ist nämlich ein Observatorium, Gott, ich hoffe das Wort ist richtig und ich glaube zu wissen, wo es ist, bei D2, wo der Airdrop liegt, ist nämlich ein seltsames neues Städtchen scheinbar entstanden. Oder ich vertue mich da komplett. Das Coole daran ist, da können wir ja hinfahren mit einem dieser Quads. Ne? Ansonsten wurde noch ein bisschen was am Kochsystem geändert. Und es gibt ein neues Event, was ich gleich vielleicht versuche nochmal zu starten. Und ja, mal schauen, wie wir so zurechtkommen. Ich mache mir erstmal das Tor auf. Ich habe das Gefühl, dass die Performance irgendwie ganz schwer am Zucken ist hier bei mir. Das ist nicht typisch. Also es wirkt, als ob die Frames gerade eingebrochen sind. Okay, dann schreibe ich mal kurz, dass hier Quads gratis gibt. Ihr seht, ich habe mir die gespawnt. Natürlich, sonst suche ich mich jetzt doof, indem ich bis Quads da sind, ne? Huhu, achso, huhu. Drei, wie viel dann Quad geschrieben nochmal? Warte mal, steht doch da. Quad, Quads, stehen auf meinem Hof. Viel Spaß mit F, viel Spaß damit. Smiley. So, gut. Ich habe es ja nur gespawnt, damit ich so mal sehe, wie die aussehen. Drei, weil eins werde ich davon nehmen. Ne? Ich werde es irgendeins nehmen. Und werde mit euch jetzt einfach mal... Oh, das ist meine erste Fahrt. Ernsthaft. Oh Gott, das fährt ganz langsam. Ich habe jetzt schon ein ganz komisches Gefühl damit. Ja, es... Hat Platz für zwei Leute. Ich weiß nicht, ob wir einen treffen, den wir mal draufsetzen lassen können. Wo ist denn mein Rucksack hin? Naja, ist egal. Also ich finde die Performance, als ob ich Frames-Einbrüche hätte. Da könnte aber auch an meinem Rechner wieder liegen, der wieder Ramazamba macht. Oh Gott, das fährt sich... Der Motorsound ist exakt dasselbe wie von allen anderen Fahrzeugen gefühlt. So. Gut, dann fahren wir jetzt los. Nicht, dass wir wollten mal testen, wie das aussieht mit zwei Leute, aber ist egal. Wenn ihr mehr von den Patch Notes wissen wollt und das auf Deutsch, dann verweise ich euch natürlich an die Kollegen von Scum News. Die sind natürlich in den, in den Kommentaren, in der Beschreibung mit verlinkt. Ne, da könnt ihr gerne mit reinschauen. Okay, er fährt tatsächlich 80. Das ist aber auch in Ordnung. Und wir fahren einfach mal dahin, wo der Airdrop gerade liegt, denn da habe ich so ein ganz doofes Gefühl. Die Stelle kenne ich noch nicht. Wir müssen das ein bisschen warten, wenn wir dann da sind und uns das angeguckt haben, dann starte ich mal ein Event und das ist ein neues. Das ist nämlich ein ziemlich witziges, ein Primal-Event. Da gibt es keine Schusswaffen, da gibt es nur Bögen und Schlagwaffen, also so ein bisschen mittelalterlich. Und das will ich natürlich gerne mal aussetzen. Aber weil der Patch jetzt gerade ganz frisch runtergeladen wurde, boah, also die Performance gefällt mir nicht. Es wirkt ruckliger. Könnte sein, dass wir da ein Problem haben momentan. Weißt du, mich das erinnert irgendwie an Bowser, der bei Mario Kart gefahren ist, auf seinen Kart. So. Mal Gelände ausprobieren. Also es fährt schnittig und wendig, muss ich sagen. Aber es ruckelt ganz doll jetzt, das finde ich nicht so schön. Weiß ich nicht, also ich habe jetzt nur vier Quads gespawnt, das kann ja nicht sein, dass es daran liegt. Wollen wir mal schauen. Ne? Also wahrscheinlich haben sie irgendwas an der Performance wieder versammelt, die Jungs. Und die Mädels natürlich. Uah. Ne, dann seht ihr das so ein bisschen stockend wirkt das einfach. Ne? Das ist nicht typisch. So macht mir das Spiel nicht so wirklich Spaß. Aber wer weiß, was gerade im Hintergrund noch alles bei mir läuft. Ne? Keine Ahnung. Aber normalerweise hat mein Rechner da keine Probleme mit. So, wir gucken uns jetzt das neue Observatorium an. Das mache ich ja immer ganz gerne. Dann so einen kleinen Rundgang auf der Ecke. Jetzt leckt es noch wegen der Map. Und es fühlt sich nicht flüssig an. Es sieht bei OBS flüssiger aus als wie auf meinem Monitor. Was ich nicht ganz so verstehe.
Aber es kann natürlich auch ein Performance-Problem sein, was das Spiel jetzt mitgebracht hat. Irgendein Fehler, ein falscher Buchstabe in der Programmierung und dann hast du schon so eine Scheiße, ne? Oh. Es säuft nicht ab, ne? Okay, es ist ein elender Weg bis dahin jetzt noch, aber das macht nichts. Wir fahren ja Quad. Das ist das erste Mal, dass wir Quad fahren. Uhuhu. Das fährt eigentlich ganz gut. Hat einen ziemlich brachialen Motorsound für so einen kleinen Auspuff, ne, finde ich. Problem ist, es wirkt so, wie soll ich das sagen, ne? So zuckend irgendwie. Wenn ich jetzt laufe, ist das dann auch noch so? Wartet mal. Ja. Könnte sein, dass sie da einen ordentlichen Fehler mit reingepatcht haben wieder, aber das würde mich ja nicht wundern. Das ist die Frage, was haben wir denn da an Kapazitäten? Wir haben auf jeden Fall einen Koffer hinten drauf. Also wir können da Sachen drin lagern. Achso, das ist auch noch ein Update. Ihr seht die Kiste, die sieht alt aus. Also die Sachen scheinen jetzt etwas zu altern. Ne, ich kann Sachen hier... Das habe ich aber nicht da reingelegt, oder? Doch, das ist im Quad drin, okay. Ich bin noch nie mein Leben Quad gefahren, in echt. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich habe außerdem Fieber. Ich wollte mich eigentlich in der Folge morgen darum kümmern. Wir können ja mal im Chat schreiben. Bist die Oman per Formanze bei euch auch schlechter als vorher? Mann, ich roll rückwärts! So. Danke, Timmy, für das Quad. Ich habe mich schon gedacht, dass sich Leute darüber freuen. Ja, man will es ja mal austesten. Dann will der Admin mal nicht so sein, ne? Dann will man es mal kredenzen. So, I really need to urinate. Ja, Mann, dass er immer pinkeln muss. So, gib mal Vollgas. Ich bremse nicht. Boah, das hat auch viel Damage. Alter Schwede. Vielen Dank, Timmy. Okay, die freuen sich. Ja, sind die Ersten, die jetzt natürlich den Patch runtergeladen haben und da sind. Die haben natürlich Glück gehabt, ne? So. Ich denke, wir müssen geradeaus. Ja, ne? Ja. Haben noch einen ordentlichen Wäsch vor uns. Ne? Also die Sachen, die altern jetzt oder sind von vornherein ein bisschen älter aussehend. Also es säuft nicht ab, das finde ich interessant. Aber es fährt ja auch nur 80. Weiß nicht, ob das schneller wird, wenn das Skill besser wird. Keine Ahnung. Timmy, ich habe dir deine M16 in die Kiste gelegt. Wer die klaut jemand? Ach du Jemine, schreib sowas doch nicht. Das holt sich doch gleich einer, Mann. So, ja, ich schaffe auch das Ding noch kaputt zu fahren. Wie Timmy freitags abends online? Ja, oft. So, schnell gucken. Hier. Also, es fährt sich, wie soll man das beschreiben? Scheiße, also... Es ist jetzt nicht so ein Traum von einem Fahrzeug. Aber fürs erste Mal ist das ganz in Ordnung. Aber Quads sind ja nicht so. Also es gibt ja auch Quads, die schnell fahren, ne? Aber die sind halt auch schwierig, weil sie so eine kleine Achse vorne nur haben, ne? Schreibt, jetzt kommen sie alle. Und jetzt geben sie an mit ihren Quads, weißt du? Boah, das ist echt grausam. Ich scheiße auf die Serpentin hier. Jetzt bin ich einfach runtergefallen. Es hängt's. Okay. Mein erstes Quadfahrt. Sie ist ein Desaster. Oh, ist das ein Bär? Gib Gas. Gib Gas, habe ich gesagt. Immer säuft das nicht ab. Ich sehe noch keinen großen Unterschied. Okay, ja, mittlerweile. Also ich finde, es läuft framesmäßig ein bisschen schlechter jetzt. Man sieht das Ruckeln aber auch an den Charakter so ganz. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt bei der Aufnahme schon sehen kann. Aber er zappelt da so. Also es ist ein komisches... Wie soll man das beschreiben? Unscharf. Ich bin nicht scharf. So, wir müssen... Genau, überm Staudamm. Ich und meine Wegfindung. Haha, sehr gut. So. Ich will keine Serpentin fahren.
Ich hab einen Quad, Mann. Ich brauche keine Septin fahren. Eine neue Waffe kam tatsächlich nicht dazu. Hab mich ein bisschen überrascht. Oder irgendein sinnloses Item. Nein. Es gibt tatsächlich nur das neue Event. Primal heißt das auch. Und dieses Quad plus dieses Observatorium, was wahrscheinlich genauso viel Sinn hat wie das letzte neue Location-Ding da. Es ist einfach nur die Map auffrischen und detaillierter machen. Finde ich ja ganz geil, weil wenn du mal wirklich das Spiel in 2 Jahre spielst, sag ich mal, wenn es dann noch aktuell ist, dann wird das schon ganz cool, glaube ich. Also dann hast du eine richtig krasse Map mit viel Kram drin, ne, vor allen Dingen, die du besuchen kannst, wo der neue Spieler dann auch Bock drauf hat, mal ein bisschen zu erkunden. So, jetzt sind wir, glaube ich, wir sind schon auf einem guten Kurs. Vollgas! Hier, jetzt muss ich links. Ihr könnt auch geradeaus fahren, will ich aber nicht. Wo ist der Weg? Also es hat auf jeden Fall auch Gepäck, Platz für 2 Leute, das Ding. Oh, da muss ich dann durch den Knast, da will ich aber nicht durch. Ich weiß, dass der Mech drum rumläuft. Das wäre natürlich fatal, in einer extra Folge jetzt noch den Löffel abzugeben. Das würde ich jetzt sehr, als sehr unglaublich peinlich empfinden. Wie kann ich denn denken, dass ich da einfach mal durchfahre? Bin ja halt selten, ne? Boah, das ist nur am Rutschen, das Teil. Das auf Schnee geht das gar nicht. Dabei sollte das doch eigentlich besonders stabil fahren, ne? Weil es ja ein Geländefahrzeug ist. Oh, das ist jetzt... Der Fall der Fälle ist eingetreten. Gib Gas. Gib Gas. Er steht vor irgendwas. Mama! Ich hab das überlebt. Du willst dich verarschen spielen. Ich hasse mein Leben. Ich fahr weiter und verbinde mich. Ich habe jetzt gerade gedacht, so scheiße, was mache ich jetzt? Was soll ich jetzt machen? Das war jetzt so mein erster Gedanke. Ich so, ich kack ab im Extra-Video. Weil ich wieder so doof bin. Aber ich habe ein schönes Thumbnail jetzt, glaube ich. So. Straße, wo bist du? Gott sei Dank ist sie vor uns. Boah, ich muss meine Finger zittern, richtig. Ich nehme das sehr ernst, dieses Thema. Ich wollte nur zum Observatorium fahren. Und da passiert sowas. Okay, Gummi, jetzt geht's direkt über den Staudamm, ne? Wenn wir hier die Hauptstraße rechts weiterführen. Und dann sind wir eigentlich schon da bei der neuen Location. Wie gesagt, wollt ihr mehr über die Patch Notes wissen, könnt ihr euch die natürlich bei Steam ansehen. Die Entwickler haben sofort da natürlich was so reingeschrieben. Und ihr könnt natürlich viel lieber gern auf Deutsch die Patch Notes lesen, übersetzt auf Deutsch bei scumnews.de. Die findet ihr natürlich bei mir in der Beschreibung. Also ich kenne die Jungs noch gar nicht persönlich, aber ich freue mich einfach, dass sie das machen. So. Boah, bin ich jetzt aufgeregt. Ey, ich habe nicht gedacht, dass ich das überlebe jetzt, ohne Witz. Das war mehr Lack als Lack. Das war schon richtiger Lack, den man nicht trinken sollte, ja. Der hat mir aber nur eine Unterarme geschossen. Deswegen habe ich Glück gehabt, ey. Oh, das ist das Extra-Video, ey, ehrlich, Wahnsinn. Und mittlerweile fällt mir das mit der Performance gar nicht mehr so auf. Vielleicht habe ich einfach nur ein Loch in den Socken. Das ist aufsteigende Hitze, die das so flimmern lässt an dem. Genau, das Wort flimmern. Uah. Nein, ne? So, vorsichtig, Tim. Hier sind wir fast da. Also ich gehe davon aus, dass das die Location ist. Das kommt mir auf der Karte so komisch vor. Ja, ohne Ende Ruckler, okay. Ja, stimmt, hab's auch. Der Ping vom Server. Das kann sein. Nein, das ist nicht der Ping vom Server. Dann würde es Lags geben, nicht Mikro-Ruckler. Glaube ich nicht. So, 15 Minuten extra Video. Ah, das soll immer nur ganz kurz gehen, ne? Ich könnte mich auch teleportieren, aber ich wollte ja auch die Quad-Fahrten mitmachen. Und ihr seht, ich habe schon ein halb kaputtes Quad. Ich habe ein Fahrerskill vom Alleredelsten. War das denn ein Baumstumpf? Uah. Und bin kurz vor dem, wo ich hin wollte. Wisst ihr aber, in den extra Looten ist schon ein bisschen seltsam, oder? Jetzt ist das ein Zombie-Airdrop. Ich lach mich tot. Dann lache ich mich tot. Oh ne, die Performance jetzt ist aber mir gut. Das liegt scheinbar am Quad. Das ist kein Zombie-Airdrop.
Das neue Airdrop-System? Nein, Waffen-Airdrop, ich lach mich tot. Nee, will ich nicht. Kann sich einen von euch einer schnell holen. Compound-Bow. Magazin 1? Nein. Tiddelü. Ne, SWD, den nehme ich mit. Ab auf den Balk damit. So. Okidoki. Aufnahme läuft noch, ne? Ja, weil das Tiddelü habt ihr bestimmt jetzt auch gehört, ne? Unheilsschatten. Was für ein geiler Name ist das denn? So, jetzt wollen wir mal gucken, wo wir hin wollen. Ich gehe davon aus, dass das die Location ist. Der Punkt kam auf der Karte einfach so verdächtig vor. Aber es ist tatsächlich eine Ortschaft. Fail. Es war neben dem Schneebium, das konnte man erkennen. Ne, den Punkt gab es schon immer hier. Das ist natürlich jetzt Fail. Wo könnte denn dann das Observatorium sein? Es müsste ja auf dem Berg sein, ne? Deswegen habe ich mich auch so gewundert. Ich bin doch jetzt auf dem Berg drauf. Das ist die Safe Zone. Da geht es natürlich noch höher. Mal schauen, wir werden es schon finden. Das ist ja ein dicker Berg, ne? Was soll ich denn mehr? Wie hoch soll ein Observatorium noch liegen? Und Sonnenblumen passen natürlich top hier hin. Können die Serpentinen da hochfahren? Da geht es ja noch höher. Also sonst wüsste ich hier nicht, wo das sein sollte tatsächlich. Das ist der Bunker. Ach, das ist eine ganz verwinkelte Straße, sehe ich jetzt gerade erstmal. Um den See rum. Seht ihr die? Bei C1, unter das C1. Das ist vorher doch nicht da gewesen, oder? Okay. Das ist ja schon eher eine extra Folge wieder jetzt. So, wartet. Ich muss gucken, wo ich lang fahre. Wenn ich jetzt die Straße folge, fahren wir da direkt hin. Nee, fahren wir nicht. Da sind richtig fett Berge im Weg. Okay. Himmel, Herrgott, Kruzifixal. Also ich bin zu einer Ortschaft gefahren, Lokve, wo ich schon tausendmal war. Aber wir fahren Quad und das ist ein Patch und dementsprechend ist das auch ein extra Video. Verwirrte Tim. Wurde fast gekillt gerade, Alter. Was für eine Folge, ey. Und dabei ist das immer eine Folge, ist ein Extra. Den kann man, der ein oder andere wusste schon, dass das die Ortschaft ist, bevor die Folge, also bevor er zu Ende gesehen hat. Aber es ist definitiv im Schneebiom. Und das wird auch nichts Tolles, Besonderes sein, glaube ich nicht. Also dann wird die Sachen nicht benutzen können, ne, die dann zu sehen sind. Immerhin sind wir mobil. Dann geht es hier gleich rechts den Weg lang. Ich weiß nicht, vor so einem fetten Stein noch. Also wenn ich doch schaffe, dass das Ding explodiert mit mir drauf, dann ist das das geilste Extra, was je gemacht wurde auf Gesamt-YouTube. In egal welchem Spiel. Aber eigentlich sollte mich kein Mesh mehr erwischen. Also kommt man solche Ecken hier, da war ich glaube ich noch nie. So, ich muss jetzt mit dem Quad über die Berge. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das dann die Location ist. Sonst wird es noch lustiger. Jetzt kommen wir durch eine Safe Zone. Die immer noch nicht Safe Zones sind. Warum auch immer der Entwickler keine Safe Zones haben will. Das wird uns das alles so schön machen im Spiel. Und er tut's einfach nicht. Er lässt es einfach sein. Er lässt diese schon wirklichen fertigen Safe Zones einfach nur Arschlecken 350. Einfach nur da sein. Also jetzt fahre ich Serpentine, ne? Jetzt bin ich. Jetzt muss ich durch die Safe Zone durch. Ja. Man ist überhaupt nicht safe, ey. Voll verarsche. Hä? Das ist eine Kurve. Alter, er säuft das Ding nicht ab, ne? Null. Kannst du so durch eiskalt fahren. Das ist das Gute. Was ist denn hier der Ausgang? Ich kenne mich doch hier in den Scheiß-Safe sonst nicht aus, Mann. Da. Ich habe gedacht, dass sie sehr früh ins Spiel kommen, die Safe-Zones. Aber da war ich wohl der Einzige, der das gedacht hat. Der Entwickler nicht. So, wir kriegen wieder HP dazu. Gott sei Dank. Und genießen diese Fahrt. Finde ich wahrscheinlich die Mine. Die neue. Die letzte Mal reingepatcht wurde. Nein, die war aber nicht da. Ist geradeaus. Ich muss nur geradeaus. Komm, wir machen das. Das Ding fährt ja jetzt nicht so ultra schnell. Das ist.
Mein Gott, schleudert er schnell. Was, was? Muss über diesen kleinen Hügel. So. Bibu. Kleiner Hügel. Boah, was leckt das gerade? Warum leckt das denn hier? Hier ist doch gar nichts zum Laden. Außer Stein. Oh, was ist das? Das ist das perfekte Gelände für einen Quad. Zum Testen vor allen Dingen. Aber es fährt gut. Es fährt gut darüber, muss ich sagen. Hat einen guten Anzug. Wenn man nicht scheiße lenkt, so wie ich das die ganze Zeit mache, dann kommt man auch nicht so schnell ins Schleudern. Uah. Ich sehe da, glaube ich, schon eine Satellitenschüssel. In der Ferne. Mann. Ja, die riesen Satellitenschüssel, wie ich auf dem Screenshot gesehen habe. Ja, erstmal zur falschen Ortschaft gefahren. Episches Extra-Video. Also er hat da noch einige Bugs, würde ich sagen, was das Ding betrifft. Wir sind zum zweiten Mal komisch abgeworfen worden. So, das ist die gesamte neue Anlage hier, oder? Oh, sieht das geil aus, ey. Bin ja so ein Fan von sowas, ne? Sterne und sowas. Was ist das hier? Ein Silo oder was? Mein Gott! Das ist hier ein Hubschrauber, Landeplatz, ohne dass man da runtergehen kann. Ein Lager. Was ist denn? Na, pff, pff, pff. Und das ist das Observatorium. Ihr seht da hinten noch die riesige Satellitenschüssel. Ein Warteraum. Sehr schön. Ich loot mal nix. Und dann geht's hier rein. Uiuiui. Da muss ja so ein riesen Teleskop sein. Boah, das ist aber liebevoll gestaltet. Ich loote da doch. Hör auf. Das ist das Teleskop. Geil. Boah. Das war echt riesig, ne? Guck mal. Kann man durchgucken? Nein. Cool. Gefällt mir. Es war ein sinnloses Observatorium in so einem Spiel mit Militärloot. Ich glaub's nicht. Warum ist hier Militärloot drin? Ich will nur eine Sache finden. Reicht mir. So. Sehr interessant. Was ist aber Location? Da gehst du nie wieder hin. Ne? Was, außer jetzt, dass da Militärloot liegt, ist natürlich doch lukrativ, hier mal hinzugehen und zu gucken. Ne, richtig krasser Loot sogar. Hier, guck mal, hier Magazine, Munition. Was ist das da? Klebeband. Ne, also es gibt auf jeden Fall Loot. Dann will ich noch einmal gucken kurz. Also das ist jetzt sehr interessant. Weil es tatsächlich, im Observatorium ist niemals militärisch, ne? Wird den niemals wieder rausfinden. Oh nein! Ich will raus! Wo ist die Tür offen? Da waren wir schon durchgegangen. Nicht? Warte, Sitze. Alter, was ist das? Es geht hier tiefer. Okay, genau, hier sind wir reingekommen. Okay, gucken wir dann nochmal ganz kurz schnell bei Pipi. Bei den großen Satellitenschüsse. Wir könnten ja auch noch selber ein bisschen gucken kommen, ist ja klar. Also so heißt es auf jeden Fall schon mal auf Kroatisch oder besser als Ex-Jugoslawisch. Heißt das Ex-Jugoslawisch? Nee, ne? Oh, und so sitzt man hinten drauf. Warum sollte man sich so da draufsetzen, ohne Frage? Drive. So. Interessant. Ein Tier hat mich da angebrummt. Ich drücke sogar die Renntaste, wie albern. Bin ganz aufgeregt, immer wenn so neue Sachen kommen. Das ist ganz normal.
auch hier wieder Loot und halt diese riesige Schüssel, die natürlich auch Technik beinhaltet, ne? Okay, ich schalte mal kurz. Ich starte ein Event. Macht bitte mit. So, das neue Event, also wir haben uns das hier uns ausgiebig angeguckt, denke ich mal, wäre, wo steht das denn? Eroberung, Deathmatch, Kampf um die Flagge. Oh, oh, Deathmatch, Eroberung, Primal, da ist, es gibt das einmal als Primal. Und ich starte jetzt mal eins, mal gucken, wie lange das geht. Es ist halt nur Mittelalterwaffen, ne? So, kommen ein paar rein, okay. Das ist cool. Riesig, ne? So, und wir sind natürlich reingekommen. Jetzt dürft ihr was aussuchen, euch. Wer nimmt denn da nicht den Compound-Bogen? Metal Pipe ist sehr mittelalterlich. Eine Metallaxt und Ninja-Sterne nehme ich. So. Wie sehen wir aus? Das ist so geil! Das ist richtig irre. 10 Minuten geht die Scheiße. Ehrlich. Wie viel sind wir denn? Man weiß ja nicht. Ich glaube, dass du mit der Axt sowieso erstmal besser aufgehoben bist. Hier sehe ich keinen einzigen Mensch. Du bist halt mitten im Wald. Wie kommen die auf solche Ideen, die entwickeln? Erstmal ohne Witz. Wollen Spiegeljoints? Ja, es werden immer mehr. Aber Ninja-Sterne sind ja auch nicht so mittelalterlich, würde ich sagen, ne? Hallo? Gegner? Die Wand wird kleiner. Seht ihr das? So PUBG-mäßig. Also bin ich ziemlich weit am Rand, ne? Ich wollte ja nur kämpfen ein bisschen. Erstmal nämlich 4 Ninja-Sterne, komm. Schon ziemlich witzige Idee vom Entwickler. Ich komme noch nicht rauf, warum er was tut. Was ist in 10 Minuten? Ist das nur noch ein Quadratmeter oder was ist das dann? Finde niemand. Aber es ist ein Ninja-Stern. Ach, guck mal, es sind überall 6 Leute dabei, ne? Müssen wir einen sehen. Bin schon so mutig hier am Stehen. Bewegt sich keiner. Sind auch alle immer so stolz, also keiner will sterben. Wie kann ich jetzt Fleisch braten? Okay. Ah. Ja, weil keine Schüsse zu hören sind. Warte auf mich! Ich will dich töten! Was für ein bescheuertes Event. Ich hab die Axt in der Hand. Er trifft's ja gar nicht. Also er besteht scheinbar auf seinem Bogen. Oh! Jetzt kommen sie alle hier. Oh, hey Dockel. Der Killer. Meine Waffenauswahl war nicht gut. Ich nehme ein Schwert und ich nehme einen normalen Bogen. Kunai Metal Knife. Wer nimmt denn denn Scheiße? Schon die halbe.
Ich bin einmal gestorben. Schon fast zu Ende die Runde. Also gut, ist ein neuer Modus, ne? Was zu machen. Und Airdrop kommt bei Alpha 3. Sehr gut zu wissen. Da läuft der. Schleichen uns Primal-mäßig an. Hör auf. Nein! Was? Das war voll der Hit. Das war auch ein Treffer. Der cheatet. Muss in der Ego gehen. Okay, du wirst einen Ninja-Stern abkriegen, Alter. Choppen. Alter, den mache ich jetzt mal klein. Ganz primal, wie wir sind hier. Ne? Zack, zack. Also mit dem Bogen ist echt schwer, ey. Immerhin habe ich einen Kill. Und das mit einem Ninja-Stern. Deck. Okay. 31 Minuten kleines. Willkommen beim kleinen Extra. Oh, was, sind wir die beiden alleine hier oder was? Aber wer würde denn nicht den 100er Bogen nehmen? Das verstehe ich nicht. Warum soll ich denn einen schlechteren Bogen nehmen? Ich hau ab. Nein, hau ich nicht. Das ist natürlich. Wenn ich würde doch nicht hier den schwächsten Bogen nehmen. Was hätte ich denn davon? Wo sind wir eigentlich auf der Map? Oh. Da sind wir auf der Map. Oh, Unheilsschaden. Haben uns gegenseitig getötet. Der muss das mal schaffen. Wo bist du? Gegners. Also es ist nicht so spannend, wie es sich gelesen hat. Ne? Also es ist aber auch mal was anderes. Immerhin. Hey Dockel, da war mein Compound-Bogen stärker und schneller als du. Hä? Ich dachte, da liegt ein Mädchen, Alter. Ich hab schon gedacht, das wäre ein Mädel. Gruselig. Behaupten Sie weiblichen Charakter nicht, ey. Ich will weibliche Charakter haben. Einfach nur, um mich aufzu... Nein, das sag ich nicht. Halt nur umhergerenne. Du kannst aber auch stehen bleiben und campen, aber ist halt schon eher... Alter, ich habe Ruhmpunkte. Guck mal, warum? 592 nur noch. Warum? Was ist das schon wieder für ein Bug? Ich hatte halt über 800. Du verlierst deine Ruhmpunkte wirklich. Das sollte aber nicht so sein. Mal gucken, wie es nach dem Neustart aussieht. Gleich, wenn wir das diese Runde verlassen. Ich habe da einen gesehen. Da krieg ich auch keine dazu, weißt du, verlierst nur, kriegst aber keine Ruhmpunkte. Könnte natürlich wieder ein Bug sein, ne? Aber da muss ich mit leben. Das ist einfach. Ist natürlich auch ärgerlich für die anderen. Was fällt da einem am Baum? Bock. Kann ich aber gar nicht. 1:40 noch. Geht von mir weg. Was ist das schwer? Oh, das wäre so schön gewesen. Weiß ich, wie viele Pfeile ich habe? Keine Ahnung. Oh. Sniper, Scharfschützen, Bogenmann. Was denn? Alter, wie nah. Hahaha.
Oh oh. Was? Das war ein Dings-Ninja-Stern. 50 Sekunden. Was? Ich bin wieder beschossen. Dabei sollte man nicht stehen bleiben, vor allem nicht beim Pfeil und Bogen schießen. Ach, bei allen Waffen sollte man nicht stehen bleiben. Hallo? Damit schon wieder hinter den Rasen. You have 30 seconds left. Boah, hey Docker ist der, Alter, der ist voll der Killer. Hey, warum ist der Herr Docker so ein Killer? Hier nehme ich mir einen 20er improvisierten Bogen, weil ich total der intelligente Typ bin. You have 15 seconds left. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Game over! Zweiter war ich, immerhin. So, jetzt bin ich mal gespannt, was meine Ruhmpunkte sagen, wenn Punktelimit 1500. So, ja, meine Ruhmpunkte sind weg. Super, dankeschön. Ich sag danke fürs Zusehen. War das interessante Patch-Video. Mal gucken, was als nächstes kommt.